Hallo, herzlich willkommen bei Aurora ist in der Bücherwelt. Heute will ich keine Rezensionen machen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur sagen, ich habe ein neues Buch. Wow, mal wieder. Ja, gut. Alle 14 Tage kommt ja ein Agatha Christie Buch raus. Ja, und das kam heute bei mir an. Agatha Christie, rächende Geister. Und natürlich, nicht zu vergessen, das passende Magazin dazu. Wie man sehen kann, ist es das 32. Buch dieser Serie. Und in diesem Fall geht es in dem Magazin um die Jahre 1953 bis 1954 aus dem Leben von Agatha Christie. Außerdem sind in diesem Buch noch die Quellen Inspiration enthalten. Warum hat sie dieses Buch geschrieben? Wie kam es dazu quasi? Und woher hat sie die Informationen? Dann, spannende Lektüre, ganz am Ende des Magazins, gibt einen kurzen Inhalt wieder, worum geht es in diesem Buch. Lese ich mir aber deswegen nicht durch, weil es mehr ist als ein Klappentext. Es sind meistens 4 Seiten. Ich möchte mir die Spannung einfach nicht verderben. Also lasse ich das immer außen vor und lese mir lieber nur das Buch durch, statt da hinten vielleicht danach dann durchlesen, aber vorher auf keinen Fall. Ja, wer mehr über diese Serie wissen möchte, geht auf www.die-agatha-christie-sammlung.de. Die Webseite schreibe ich euch auch noch in die Informationen, die ihr da sehen könnt. Und ja, ich denke mal, wie gesagt, das Buch war dann in mein Regal und wird irgendwann von mir gelesen werden. Und bis dahin sage ich bye bye.